Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Mittelerde, Schatten des Krieges. Und wir schleichen jetzt umher, um unsere eigene Armee zu bewältigen. Können wir sie noch? Wir hätten mal... Warte mal. Haben wir noch Fähigkeiten offen vielleicht? Charakter. Leider nicht. Jetzt wäre das ganze Geisterzeug doch für was nütze. Scheiße. Irgendwie haben wir doch so Sachen gehabt, oder? Scheiße. Jetzt war diese Sparte Geist halt wirklich voll gut. Wir haben vorher nur alles auf Kampf gesetzt. Und jetzt müssen wir halt wirklich das Trick hier machen, so. Okay, also da vorne ist ein Ziel. Diese Schützen werden nicht nur unsere Waffen, sie werden unsere Augen sein. Okay. Hört ihr lieber schnell diese... Vielleicht hau ich hier ab und sehe mir einen Kampf in der Grube an. Mit etwas Glück ist Bruce heute dran. Wertet die Armee wahrlich auf. Okay. Boah, das sind viele, ey. Muss ich das nicht merken? Schleif einen um. Bronze Narren sehen sich selbst als Meister der Magie. Besessen sie mystische Kräfte. Kein Feind in Mordor ist sicher vor der Macht des Rings. Schnell zu dem hin. Wer hart trainiert, kämpft. Oh, was? Die Diener Saurons werden die unseren sein. Wo eine ganze Armee ist da unten. ja. Das ist ja so geil. Dass die da drüben uns jetzt nicht sehen, wo wir hier rumstehen. Naja. Ich wünschte, ihr habt das von Minas Ethil gehört, oder? Wir werden den Jungs vom Hexenkönig nicht den ganzen Spaß lassen. So. Hört besser zu, ich will euch nämlich etwas beibringen. Der Ring wird uns eine Armee schenken. Und sie schenkt uns Mordor. Okay. Beherrsche Orks greifen ihre früheren Verbündeten nicht an, bis du ihnen mit 4 einmal Fehler teilst. Du einen Kampf beginnst, werden sich beherrschte Orks in Nähe die automatisch anschließen. Okay. Ja, gut. Alles klar. Ja. 4 nutzen. Ja, okay. Stellen wir unsere Krieger auf die Probe. Strengt euch gefälligst an, ihr Magen. Den Rest Gondors nehmt ihr nicht mit diesen schwächlichen Ärzten ein. Etwas gehört. Was hab ich euch je getan? Haltet still, dann geht es schneller. Diene meinem Willen. Es wird die Verräter. Könnt euch nicht vor mir verstecken. Okay. Wir haben die ganzen Beschützen auf unserer Seite. Übernehmen wir alle jetzt. So, den nehmen wir auch noch mit. Aua. Wenn ich hab dich. Nee, nee. Sehr gut. Aber auch nicht mehr. Wir brauchen mehr Krieger. Stärkere Krieger. Bauen Haumänner. Okay. Auch schon mal interessant jetzt das Ganze.
Was? Da kannst du so viel Ausrüstungen. WTF? Wir werden außerdem Kommandanten brauchen. Herausragende Orks, die mehr als nur Schlachtvieh sind. Aber was ist mit diesem Wein? Okay, Moment mal. Zuerst mal Inventar. Wir haben jetzt 10 viele Sachen gekriegt. 20. Das ist ein Ding, ey, oder? Ich verzahle das noch. Plus 20 ist mir noch zu wenig. Wir haben. Okay. Wir können Juwelen im Ring zuweisen. Ach du Scheiße, ey. Wenn ich zähle jetzt als Rüstung? Ja. 10% mehr EP. Okay, das zählt als Rüstung. Alles klar. Waffe erhöht den Gesundheitswert mit dieser Waffe. Okay, Okay, wir haben etliches jetzt hier. Okay, Charakter. So, jetzt müssen wir schauen. Wir brauchen jetzt die Sachen hier. Ja gut, jetzt müssen wir das freisperren, damit wir nach hinten kommen, leider. Okay, das wird ein bisschen dauern jetzt. Gut, Markt, wie viel haben wir schon? Münzen über 4000, also wir können uns eigentlich mal... Ach was! Jetzt kann ich nur eine goldene kaufen, ist das echt euer Ernst jetzt? Ne, hier. Achso, warte mal jetzt. Was ging schon? Entweder Ausbildungsbefehl oder 2 Stunden Kriegsbeute. Okay, warte mal. Nehmen wir einfach mal eine, um zu schauen, was genau drin ist. Jetzt ist. Glaubt, der war nicht schlecht. Verflucht episch. Maschinenstamm. Okay. Und der Mystikerstamm. Alles klar. Okay. Boost. Boost kann man nur mit Echtgeld kaufen. Okay. Ja, das möchten wir ja nicht. So, ja. Er ruft nach uns. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Unsere Armee zu errichten hat Vorrang. Wieder. So, du gehörst auch uns. Aber der ist gerade was meiner? Nee. Und auch automatisch die Gegner ins Visier? Den nicht, der war unser. Ja, wollte ich sagen. Nee, das war unser. Okay, jetzt nehmen wir den ins Visier. Sehr gut. Schildträger können wir auch gebrauchen, unsere Armee. So, okay. Die Frage ist genau, wo sind wir eigentlich hier? Das ist eine neue Map. Map. Oh, wow. Das ist ein neues Gebiet, ne? Okay, wir müssen hier die ganzen Quests machen, okay. Orks kämpfen ständig gegeneinander, um aufzusteigen. Dann müssen wir die finden, die sich nach oben kämpfen. Die wollen wir in unserer Armee. In Nurm wimmelt es von Orks. Perfekt für unsere Zwecke. Was wurde aus Litharil und ihrem Volk? Gute Frage. Gut, die wir schaffen, das neue Ring, es gibt dir Macht, deine Feinde zu beherrschen. Es ist Zeit, eine Armee zu formen. Ja, viel EP gibt's auch noch, Geld auch noch. Oh, ich will der Große haben. Genug von deinem Gequatsche, Bruce.
Ich töte dich jetzt vor den Augen all dieser Orks. Oh, ich habe immer gesagt, du seist ein Optimist. Weißt du, was das ist, Mann? Das ist, wenn man eine unmögliche Situation vor sich hat und denkt, ja, alles klar, das probiere ich aus. Ich bin da ganz ähnlich. Oh. Okay. Ich mag ihn. Hammer können als Gefolgsleute rekrutiert werden. Greifen hat man zum Rekrutieren so lange an, bis er bricht. Hat dann eher gedrückt, um ihn zu beherrschen. Ich habe das Gefühl, es geht viel schneller als für. Ja, kommt nur her. Man kann nie zu viele Kräfte haben. Du willst mich wohl durchbohren. Ich hab's versucht. Mit dem Schwert kannst du mich höchstens kitzeln, aber um mich umzulegen, wirst du schon mehr brauchen. Was? Von hinten rein, okay. Das ist gut, dass sie so viel Orks hat. Okay, Leertaste. Nein, das wollte ich gar nicht. Oh, oh. Okay. Leertaste. Leertaste. Oh. Abwehren. Nein! Oh, okay, es geht auf beides. Okay. Leertaste. Oh Mann! Oh, jetzt aber, komm! Wollt ihr mich verarschen? Das war doch geschummelt. Ein guter Treffer. So, jetzt aber, jetzt halte ich den aus. Den aus. Dann übernehme ich den jetzt. So. Schluss ist. Rekrutieren Space. Von nun an dienst du dem hellen Herrscher. Hell oder dunkel ist mir doch gleich. Solange ich das Rückgrat meiner Feinde rausreißen kann, geht's mir gut. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ihr wertet unsere Armee wahrlich auf. Ich heiße Bruce und von nun an werde ich dein Schatten sein. Wer was von dir will, muss erst an mir vorbei. Sorge dich nicht um meine Feinde. Sie alle werden uns am Ende folgen. Wer sich in Mordor behaupten will, muss Eindruck schinden. In der Nähe gibt es eine Festung. Man sagt, dort herrscht ein zweiköpfiger Troll. Groß wie ein Berg und unglaublich clever. Was man bei zwei Köpfen auch erwarten würde. Töte ihn und du sendest damit eine Botschaft an Sauron und bekommst obendrein eine schicke neue Festung. Das schaffen wir nicht allein. Versammle deine Truppen. Sicher doch. Oh, aber bitte lass mich seine Köpfe abschnipsen, ja? Der gefällt mir jetzt schon. Der Bruce, okay. So, dann haben wir einen neuen Verbündeten. Er schlüpft durch die Beute von Bruce, um einen. Ach gut, haben wir gemacht, automatisch. Wir wollten ja nicht getroffen werden. Okay, alles klar. Unter Oberherr. Dieses Gebiet wird von einem furchtregenden Oberherrn aus der Festung Skarbors heraus kontrolliert. Als Auftrag deiner Eroberung Mordors musst du Skarbors angreifen und einnehmen. Verstärkt Armee, indem du zusätzlich Hauptmann rekrutierst in Angriffstrupp als Angriffsführer dienen. Zügig festzulegen. Okay. So. Ja, das ist Oberherr.
Die stärksten Kämpfer eines Oberherrn sind einige Häuptlinge, sie sind für die Verteidigungsanlage der Festung verantwortlich, die auch Belagerungsfestung genannt werden. Du kannst einen Häuptling hervorlocken, indem du einen Konfrontationsauftrag ausführst. Ein hervorgelockter Häuptling kann entweder getötet oder aber beherrscht und so für deine Armee rekrutiert werden. Das Töten und Beherrschen eines Häuptlings vor dem Angriff der Festung deaktiviert seine Belagerungsverbesserung und schwächt so die Verteidigung der Festung. Alles klar. Okay. Bruce hat sich in einen Angriffstrupp als Angriffsführer angeschlossen. Rekrutiere weitere Hauptmänner, damit sie sich dem Angriffstrupp anschließen und gib Midian aus, um Belagerungsverbesserung für sie zu verkaufen. Spezielle Vorfahren. Okay. Details X. Kann ich jetzt verbessern? Irgendwie? Hier kommt nicht. Okay. Was kann ich hier machen? Sprengmeister. Die Angriffsarmee erhält Verstärkung, um einen Grupp explodierenden Sprengmeister auf die Festung anzugreifen. Jakob, kaufen wir. Und hier? Cargo-Reiter. Hier. Ja, da ein paar Leute. Was, hier kann ich hier. Ich habe so viel. Die sind nur für die Festung, die ich bekommen habe, wahrscheinlich, ne? Ja, gut, dann würde ich sagen. Ach so, ich kann aus, was ich haben möchte. Jetzt verstehe ich das. Ah, okay, ja, gut, machen wir so. Gut. Achso, ich verstehe gerade. Das sind diejenigen, die hier rumlaufen. Aha, jetzt ist alles klar. Gut, okay. Gehen wir raus. Den Feind zu schwächen ist wichtig. Aber noch wichtiger für die Eroberung ist es, die eigenen zu stärken, ja. Was haben wir hier denn genau? Was ist das hier? Komm, eigentlich müssen wir die Hauptmann alle erobern jetzt, oder? Hallo? Sonst geht's hier noch, oder? Hallo? Keine Irgendwas mehr. Mordor hat mehr als genug erfahrene Krieger. Wir werden uns für unsere Armee bei ihnen bedienen. Boah, krass. Oh, das ist ein Hauptmann, oder? Das ist ein Hauptmann, ja. Gar gedacht. Dein Leiden wird mir eine Freude sein. Okay, wollte gerade einen Angriff starten, aber. Was? Okay, anscheinend kann ich nur aus dem Nichts raus ihn angreifen. Okay. Lol. Okay, Cargo. Schaff ich es, bevor er mich angreift? Hast geschafft. Ja. Beschämen von Hartmann. Du kannst diesen Hartmann nicht aktivieren, weil seine Stufe zu hoch ist. Drücke 3, um Hartmann zu beschämen. Was? Echt? Und jetzt? Ah!
Hallo? Hallo? Sonst geht's noch, oder? Mein Gott. Dann, dass ich jetzt beschämt habe, ist es geflohen oder wie? Hallo? Wahrscheinlich schon, ne? Was hier war für den Hauptmann ein Ziel oder ein Info? Eine Hinrichtung. Machen wir aus dem Henker einen Verurteilten. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Mittelerde, Schatten des Krieges. Bis dann und bye bye. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.